Herr Odenal, in der nächsten Woche erscheint Ihr Buch Aufmarsch, das Sie gemeinsam mit Gregor Meyer verfasst haben. Die militante und immer bedrohlicher werdende Neonazi-Szene in Osteuropa wird zum ersten Mal in einem Überblick dargestellt. Wie sind Sie auf dieses Thema eigentlich gestoßen? Was ist die Motivation, ein Thema anzufassen, das doch ziemlich heiß ist? Es war eigentlich der Verlag, der Residenzverlag, der uns angestoßen hat. Ich bin zwar jetzt in diesen Ländern seit 6 Jahren zu einer Schweizer Zeitung tätig. Ich muss aber sagen, dass ich am Anfang eher skeptisch war, ob das wirklich ein Buch von Interesse werden kann, ob es da so viel Material gibt, dass man wirklich ein umfassendes Buch darüber machen kann, das auch die Leser interessiert. Ich habe dann erst begonnen, so wie ich mit der Recherche angefangen habe, zu begreifen, dass da viel mehr im Gange ist, als wir selbst als Korrespondenten wussten. Und selbst bei mir ist das Interesse an der Materie dann erst mit der Recherche gestiegen. Und ich habe dann gesehen, da ist wirklich sehr viel los, das kurz- und mittelfristig echt zu einer Bedrohung werden kann. Also zu dem Zeitpunkt, als Sie an dem Buch gearbeitet haben, hat es ja diese, man kann mittlerweile wirklich schon sagen, Welle von Morden an ungarischen Roma und Sinti gegeben. Es hat in Tschechien in Grenznähe relativ große Aufmärsche neonazistischer Organisationen gegeben. Es gab auch in Tschechien einen Mordversuch, kann man sagen. Also es gab auch einen Brandanschlag, der nur durch Glück ohne Tote geendet hat, nämlich in der Gegend in Nordmähren, in der Gegend von Ostrava. Allerdings es wurde dabei ein 2-jähriges Mädchen schwerstens verletzt, der litt Verbrennungen an 80% der Haut. Also man kann auch davon sprechen, dass es in Tschechien so einen Anschlag mit Mordabsicht gab. Also generell ist diese Gewalttätigkeit ja sehr deutlich sichtbar geworden. Wie war denn das bei Ihren Recherchen? Wie war das Gefühl, wenn man sich in diesen Kreisen bewegen musste und es eigentlich den Leuten auf der anderen Seite des Mikrofons klar sein musste, dass man jetzt nicht unbedingt in freundlicher Absicht diese Interessenbindung führt? Einerseits reden diese Leute dann ohnehin nicht. Also wenn es jetzt so der klassische Skinhead ist, so, der eigentlich dann wenig Bedürfnis hat, mit einem westlichen Reporter zu reden und so. Richtig bedroht gefühlt haben wir uns eigentlich weniger. Also es gab in Tschechien schon Versuche, auch Journalisten zu attackieren. Allerdings waren das einheimische Journalisten, die in der rechtsextremen Szene schon bekannt waren. Nachdem wir uns jetzt vorgestellt haben als Journalisten aus Österreich, muss man sagen, hatte man zuerst einmal einen Bonus. Man kam sozusagen aus dem Altreich. Und sie wussten am Anfang nicht ganz genau, wie sie uns einordnen sollten, ob wir vielleicht eventuell sogar mit der Szene sympathisieren oder nicht. Wir haben das auch am Beginn bewusst offen gelassen. Und von den Führern her war eigentlich eine beachtliche Bereitschaft da zu reden. Also selbst wenn sie jetzt wussten, wir sympathisieren nicht mit ihren Gedanken, waren die durchaus bereit zu reden. Also meine Erfahrungen, gerade in den Tschechen und der Slowakei, war, dass ich eine große Bereitwilligkeit gefunden habe, von denen zu reden und ihre Ideologie hier auch offen zu legen. Zum Teil bei einem tschechischen Neonazi hatte ich das Gefühl, der will jetzt einfach da seine Ideologie messen. Der möchte selber seine Rhetorik trainieren, auch unter Anführungszeichen am Gegner und sehen, wie weit kommt das an, wie weit kann er da irgendwie punkten. Na, das ist überhaupt ein interessantes Phänomen, alte Feinde, neue Freunde. Das hätte man ja vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten, dass es offizielle Kooperationsbündnisse zwischen deutschen, österreichischen und slawischen Neonazi-Organisationen gibt. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Und bei bestimmten Veranstaltungen, gerade in Tschechien, treten ja auch prominente Namen der heimischen Neonazi-Szene auf. Ja, das ist schon interessant, dieser Gedanke der internationalen, der Nationalisten. Das ist jetzt an sich, wenn man das so ausspricht, klingt das irgendwie sehr absurd. Aber da gibt es jetzt wirklich Leute, die daran
arbeiten und auch Bündnisse schaffen. Also eben, es gibt da die neuen Bündnisse zwischen den Deutschen und den Tschechen, nicht? Also dass sich die Tschechen sehr an den deutschen Neonazis orientieren und deren Organisationsformen übernehmen. So, es ist so, die Deutschen haben begonnen mit diesen autonomen Widerstandsgruppen, die sozusagen, die wiederum sozusagen ihre Demonstrationsformen von den Anarchisten abgekupfert haben. Und das gibt es jetzt sozusagen in Tschechien auch, dieser autonome Widerstand. Die treten auch, also nicht mehr jetzt in schwarzen Uniformen auf, sondern in Palästinenser-Schals und zum Teil irgendwie, also man kann auch mit einem Che Guevara-T-Shirt auf eine rechtsextreme Demonstration gehen. Also hier werden wirklich auch so, das Outfit wird von den Linken übernommen, zum Teil auch ironisiert. Dann gibt es aber auch andere Versuche, zum Beispiel bei den Slowaken und den Ungarn hier Gemeinsamkeiten zu finden, was interessant ist, weil es ja in der Politik hier sozusagen absolut eine feindselige Stimmung gibt zwischen Slowaken und Ungarn, während in der rechtsextremen Szene hier versucht wird, Kooperationen zu schaffen und man hier zumindest schon so weit ist, dass man sich nicht mehr als Feinde betrachtet, sondern man hat einen gemeinsamen Feind und das sind die Minderheiten, also das sind die Roma. Auf dieses Feindbild kann man sich einigen und da kann man gemeinsam dagegen vorgehen. Kann man das jetzt ein bisschen plakativ auf die Nenner bringen? Der Antiziganismus hat den klassischen Antisemitismus abgelöst. Das kann man zum Teil so sagen. Zum Beispiel, in Tschechien wird von den Rechtsextremen nur mit Antiziganismus operiert, weil man dort auch weiß, dass Antisemitismus einfach keine Grundlage hat in der Gesellschaft. Also dort würde man nicht weit kommen mit Antisemitismus. In anderen Ländern, wie vor allem in Ungarn, aber auch in der Slowakei, ist der Antiziganismus einfach jetzt neben dem Antisemitismus entstanden. Man kann nicht wirklich sagen, dass er ihn abgelöst hat, weil der Antisemitismus besteht weiterhin. In der Slowakei zum Beispiel für mich überraschend viel stärker, als ich erwartet habe. Aber es hat natürlich in der Propaganda, also das Bild des Zigeuners ist jetzt so, wie es früher das Bild des Juden war in der antisemitischen Propaganda. Das ist schon, also der Zigeuner hat jetzt eine dicke Nase, hat einen dicken Bauch, trägt einen Geldbeutel und wird als Parasit dargestellt. Es gibt natürlich diese rechtsextremen Aufmärsche, es gibt Neonazi-Gruppen, die Wehrspazierungen machen, aber ich glaube, wesentlich gefährlicher ist eigentlich der gesellschaftliche Mainstream. Das ist die Tatsache, dass Parteien mit einer deutlich rechtsextremen Ideologie bedeutende prozentuelle Anteile bei Wahlen gewinnen können, gesellschaftlich akzeptiert werden. Wie sehen Sie eigentlich diese Gefahr eines, sagen wir mal, Faschismus im Nadelstreif? Naja, in Ungarn sehr groß. In Ungarn hat diese rechtsextreme Ideologie die Mitte der Gesellschaft erreicht, die dort derart unzufrieden ist mit den Verhältnissen, dass eine rechtsextreme Partei, wie sie Jobbik ist, die jetzt bei den Wahlen antreten wird, durchaus die Chance auf 10-12% hat. Bei den Europawahlen haben sie 15% erreicht und die Chance hat, in eine Regierung zu kommen. In anderen Ländern ist diese Chance nicht so groß, da haben sie jetzt bei Wahlen, kommen sie kaum über 3-4% heraus. Andererseits sind sie aber dort in manchen Kommunen schon so verankert, dass sie so wirklich die Kommunalpolitik vor sich hertreiben können und dort auch schon so politische Allianzen schließen können. Herzlichen Dank. Wer mehr wissen will, kann ab 17. Februar das Buch Aufmarsch käuflich erwerben im Buchhandel. Wir machen eine Präsentation am 3. März hier im Literaturbuffet. Einen Tag vorher gibt es eine große Präsentation in der Städtischen Hauptbücherei in Wien. Wir hoffen, dass dieses wichtige Buch auch ein entsprechendes, interessiertes Publikum findet. Herzlichen Dank. Vielen Dank.